Sport käme manch einem bei diesen sommerlichen Temperaturen vielleicht nicht in den Sinn. Doch die Stadtwerke-Azubis hatten sichtlich ihren Spaß. Zum ersten Mal fand der Azubi-Fit-Tag am Strandschleicher statt. Zur Auswahl standen neben Volleyball auch Tischtennis, Wikingerschach und menschlicher Tischfußball. 20 kaufmännische und gewerblich-technische Ausbildungsberufe bieten die Stadtwerke an. Die Lehrlinge treffen aber meist nur am Anfang ihrer Ausbildung alle aufeinander. Wir machen ja im Sommer immer die Azubi-Startwoche. Da treffen sich alle Auszubildenden der ganzen Unternehmen des ersten Lehrjahres. Und dann dachten wir, okay, das ist eine schöne Zusammenkunft, aber im normalen Alltag treffen sich die Auszubildenden unserer ganzen Unternehmen eher weniger, auch über die Lehrjahre hinweg, weil die auch an unterschiedlichen Orten sind. Und somit ist die Idee entstanden, ein Event zu starten, wo sich alle Azubis treffen, austauschen können. Und in Verbindung mit Sport haben wir gedacht, macht das besonders viel Spaß, deswegen diese Veranstaltung heute. Alle der insgesamt 110 Auszubildenden der Stadtwerke-Gruppe waren eingeladen, beim Azubi-Fit-Tag mitzumachen. Auch die Ausbilder durften sich beteiligen. Sie konnten sich für eine Sportart eintragen und Teams bilden, die gegeneinander antraten. Den Siegern winkten am Ende ein Pokal und Gutscheine. Eine Fortsetzung dieser Aktion ist nicht ausgeschlossen.